Assassino ruft die aufgebrachte Menge Mörder. Königsbesuch sieht sonst anders aus. Heute werfen sie Schlamm vor Wut über das Krisenmanagement nach der Flut. Man wusste es, aber niemand hat etwas dagegen getan, klagt dieser junge Mann. König Felipe Schlamm bespritzt, bemüht um Dialog, flankiert von Sicherheitskräften. Aber nach einer Woche voller Trauer und Chaos liegen die Nerven der Bewohner von Pai Porta blank. Die Toten liegen noch in den Garagen, die Familien suchen noch nach Angehörigen. Bitte kommt, wir bitten nur um Hilfe, mehr nicht. Gestern hat die spanische Regierung der Region mehr Hilfe zugesagt. 5000 Soldaten und ebenso viele Polizistinnen fürs Krisengebiet. Die Region Valencia hatte offenbar die Militärhilfe erst spät angefordert. Jetzt sehen wir hier Soldaten, aber nun ja, es ist am Dienstag passiert, jetzt ist Sonntag. Hier haben sie noch Zweifel. Dieser Mann will vom König wissen, wo das Militär bleibt. Sie sind überall dort, wo sie hinkommen können. Versöhnliche Gesten, aber der Tumult begleitet weiter den royalen Besuch. Der Protest gilt wohl eher den Regierenden in Valencia und Madrid als dem König. Zuständig für den Katastrophenschutz ist die Regionalregierung. Und die ist womöglich schon jetzt wieder gefragt, denn in Teilen von Valencia gilt im Moment die Unwetterwarnstufe rot.